Hey, euer Doc ist wieder am Start. Heute Tech News und ich habe für euch heute ein kleines PlayStation 4 Special. Auf der Tokyo Game Show wurden neue Controller vorgestellt. Insgesamt 4 Stück. Es gibt einmal den Controller in Gold, einmal den Controller in Silber, einmal einen Steel Black und einmal einen Crystal. Diese Controller gibt es aber nur so, wie ich sie euch aufgezählt habe, nur in Japan. Es kommen aber 2 Stück nach Europa und das Coole ist einfach der Goldene und der Silberne. Gut, ich muss sagen, es ist jetzt nichts Besonderes. Da bietet auf jeden Fall die Xbox, was diese Auswahl der Limited Controller ist, wirklich schöne Stücke. Aber ich muss sagen, die PlayStation bzw. Sony macht richtig geile Limited Edition, was die Konsolenmäßigkeit angeht. Klar gibt es jetzt auch was ganz Neues, man kann jetzt die obere Platte und die Farbe austauschen, also komplett eine Spielerei machen. Für die, die aber jetzt schon eine Limited besitzen, ist es eher nichts. Jetzt wieder zu den Controllern. Ihr seht hier den Golden Controller und der goldene Controller ist sozusagen mit der oberen Abdeckung Gold und die Rückseite ist schwarz. Der silberne ist auf der Rückseite eher weiß und sozusagen die obere Abdeckung ist sozusagen Silber. Steel Black erinnert mich so eher an die Batman Limited Edition, Metal Gear Solid Limited Edition, das ist so ein schwarz, also weniger grau, so etwas dunkler, schwarzmäßig, so wie die Metal Gear Solid Edition. Die ist ganz normal, die Rückseite schwarz und dann etwas ein dunkleres Grau als Abdeckung. Und der Crystal, die PlayStation 1 Sucht, die ist unter euch, kennen vielleicht noch den Crystal aus der PlayStation 1 Zeit. Jetzt gibt es den sozusagen halt für die PlayStation 4. Naja, man kann sie jetzt zwar noch nicht hier kaufen, der Release steht auch noch nicht fest, aber wer weiß, vielleicht hat ja einer die Möglichkeit, die sich von drüben ja, importieren zu lassen. Laut Sony sollte auch die Qualität besser sein. Das heißt, die Day One Controller waren in der Vergangenheit ja mit sehr vielen Problemen bestückt und auch schlechtes Image, aber letztendlich soll es jetzt besser sein. Des Weiteren, unten in der Beschreibung, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wo ich persönlich richtig cool finde, der Limited Controller zum 20-jährigen Jubiläum der PlayStation 1. Das ist ein Controller im Style von PlayStation 1 Controller, den habe ich im letzten FreeTech Releases auch vorgestellt. Schaut vorbei, wer das Video noch nicht angeschaut hat. Im nächsten Step stelle ich euch auch jetzt das Headset vor, auch natürlich für die PlayStation 4 und hier handelt es sich um dieses Standard Stereo Headset, was man ja vorher schon kaufen konnte, der ein oder andere von euch besitzt es ja schon, aber jetzt gibt es eine coole Geschichte, nämlich komplett in weiß. Also für die, die eine PlayStation in weiß haben oder vielleicht auch die Destiny Edition in weiß besitzen, gibt es jetzt hier einen coolen, schönen weißen, ja, ein schönes weißes Headset. Laut einigen Online-Portalen sollte es sich angeblich um eine Limited Edition handeln. Laut Amazon ist es aber eine normale Edition, also man findet keinen Hinweis auf eine Limited Edition. Wer weiß, ich finde die Farbe nicht schlecht. Ich weiß, weiß ist eher so dreckanfällig, aber für die Gamer, die natürlich, ist ja logisch, 99% der Gamer passen auf ihre Hardware auf, die werden mit dem Weiß auf jeden Fall kein Problem haben. Das war's mit der heutigen Folge. Denkt dran, Instagram, Facebook, www.drunboxing.de. Schaut vorbei, denkt dran, Privatpatient und. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Was hoffentlich, streichen hoffentlich. Wir sehen uns 100%ig in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Macht's gut, euer Doc. Ciao.